So. Hallo? Das sind bestimmt 50 Enten, Gänse und Schwäne hier mitten in der Nacht. Was heißt mitten in der Nacht? Es wurde gerade dunkel. Und die machen sich jetzt hier Bett fertig, denke ich mal. Aber dafür sind sie noch recht aktiv. Von was ich reden wollte, war eine Story, die ich im Buch von Eckhart Tolle gelesen habe. Und zwar redet er da von einem Gleichnis, einem spirituellen Gleichnis. Also da war ein Mann, der ging zu einem Bettler, der an der Straße auf einer Holzkiste saß und vor sich ein Tuch ausgebreitet hatte, wo er Kleingeld mitsammelte. Und er ging zum Bettler hin und sagte: Ich habe dir nichts zu geben, außer meine Aufmerksamkeit. Also das, ich rede jetzt mit dir, meine Aufmerksamkeit schenke ich dir. Und ich frage dich, auf was du da gerade drauf sitzt, diese Kiste, auf der du drauf sitzt. Und dann sagt der Bettler: Ach, da sitze ich schon drauf, seit ich denken kann. Da ist sicherlich nichts drin. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die herkommt. Ich sitze da schon immer drauf. Und dann sagt der Unbekannte zum Bettler: Schau mal in die Kiste rein. Und der Unbekannte geht und der Bettler schaut in die Kiste hinein und sieht, dass sie voller Gold war. Und die Quintessenz aus diesem Gleichnis ist quasi, dass der Bettler, der von anderen etwas wollte, und wir alle sind in der Welt der Form Bettler, wir wollen alle von außen stimuliert werden mit Konsum, mit Liebe, mit Zuneigung, mit Anerkennung. Und also sind wir in dem Sinne alle Bettler. Und dieser Bettler hat erkannt, dass der Reichtum bereits bei ihm war, die ganze Zeit schon bei ihm war. Und das ist ein schönes Gleichnis, um zu erkennen, dass unser wahres Ich vollständig und vollkommen ist. Dass wir reine Liebe sind und nichts mehr von außen brauchen. Die Eltern und die Gesellschaft und andere Leute und unsere Struktur hier redet uns das natürlich die ganze Zeit ein. Und wenn wir gegenwärtig werden und dahinter schauen, hinter den Vorhang schauen, dann erkennen wir, dass wir selbst vollständig sind. Und dass wir quasi die Kiste Gold schon die ganze Zeit unterm Arsch hatten. Und ich finde es ein super Gleichnis. Ich habe anderen nichts, also andere sollen mir nichts geben, sondern es ist einfach so, dass die Aufmerksamkeit, dass diese Gegenwärtigkeit jeder ausstrahlen kann und damit quasi die eigene Vollständigkeit herausstrahlt und nichts mehr braucht, sondern alles von sich, alles geben kann, weil er selbst schon reich ist im Inneren. Und wenn jeder so leben würde, aus seinem inneren Reichtum, wenn jeder seinen inneren Reichtum erkennen würde und aus diesem inneren Reichtum heraus leben würde, dann hätten wir wahrscheinlich eine Welt ohne Konflikte, die mit Liebe durchtränkt ist. Aber soweit ist es noch nicht. Und da es noch nicht so weit ist, muss es diese Konflikte und Kriege und Drama in der Beziehung, das muss es alles geben, um aufzuwachen. Ohne diesen tiefen Schmerz würden wir nicht denken: Aha, Moment, irgendwie scheint doch das alles nicht zu stimmen, was hier passiert. Und deswegen immer das Positive auch im Negativen sehen und aber darauf hinarbeiten, auch für sich selbst und auch um andere, für andere, dass man selbst seinen Reichtum erkennt und sich im Geben quasi auflöst, in der Geben, in der Gabe der Liebe quasi, weil man selbst ein volles Herz hat, sozusagen. Okay, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ciao.